Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Time with Podia. Ja, was ist denn das hier für ein Auflauf? Ich glaube, ich habe mit euch allen schon geredet. Ich bin dann mal weg. Das mit der Batterie ist halt echt uncool. Ich dachte nicht, dass wir eine Batterie brauchen. Da ist Tobi und Chango, mit denen habe ich, glaube ich, heute noch nicht geredet. Hallo. On guard. Goodbye. Hi. Hi. Did you hear about there being thieves in the town? Ja, das habe ich schon gehört. Und hoch zur Mine. Alles Gute ist, wir können uns bald Eisenäxte und so machen. Yay. Ja. Achso, die kosten 300 Pu. Ja. Dann haben wir sogar noch was über. Wenn es so, deswegen kann man manchmal einen Namen sehen, dann, ah, okay, aber ich glaube, das geht dann erst ab Freund oder so. Wir sind damit nicht mal irgendjemanden bekannt. Oder Kollege oder Sonstiges. Wir sind einfach so Fremder. Du wohnst zwar hier, aber warum sollte ich mich mit dir abgeben? Lädt es jetzt mal. So. Eins. Ja, das ist die tolle Mine. Das hier ist übrigens Eisen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier was finden. Wie ging das jetzt, dass man diesen Ding anschaltet? Ja, wie ging es? F? Ja. Es war F. Da ist doch was. Okay, dann buddeln wir mal daran. Ich bin jetzt echt nur noch den fortgeschrittenen Scanner. Also es wird mal einen fortgeschrittenen Scanner geben. Und den bin ich echt nur noch gewohnt. Ja, dann nehmen wir halt ein bisschen Stein mit und Sand. Bitte sei eine Feder, bitte. Das ist eine Schatztruhe. Kleines Silikonschiff, Energie. Eine Feder haben wir schon mal. Ist sehr gut. Jetzt finden wir wahrscheinlich keine zweite mehr. Oh, wir waren heute nicht bei Petra. Ich glaube, die war eh nicht da. Die war auf dem Festival. Okay, irgendein Relikt. Soldat mit Axt. Hier. Bitte seine Kiste mit einer Feder drin. Ja, die Wahrscheinlichkeit dafür ist, glaube ich, sogar nicht mal so niedrig. Schön, wir sind auf Sand und Erde gestoßen. Toll. Ach, wieder so ein toller Soldat. Mit Lanze diesmal. Ich glaube, davon gibt es irgendwie 5 Stück gefühlt oder so. Auf jeden Fall, brauchen wir die nicht. Hier ist nichts in der Nähe. Ganz cool. Ist da was in der Nähe? Das war's. 20 Meter entfernt. Aber wir stoßen auf Eisen. Ist
ist doch schon mal was. Und Zinn und Blei. Ganz toll. Und dann wieder ein bisschen Stein. Coolen Schläger. Den brauche ich jetzt auch. Ganz ehrlich. 9 Meter. Oh. Manganerz. Cool, meine Tasche ist voll. Das ist ein Schaltkreis, oder? Und zwar jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, glaube ich, wo wir... 400! Mist! Was können wir da wegschmeißen? Die 2 Holz eigentlich. Komm, werfen wir die 2 Holz weg. Ach man. Einfache Schaltkreise. Und unsere Tasche ist halt immer noch voll. Bitte ist einfach eine Kiste Metall. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Wenn nicht, werfe ich das mir an Garn weg oder das Blei, weil ich das jetzt halt echt noch nicht brauche. Kiste? Okay, ich muss irgendwas wegwerfen. Den Schläger kann ich eigentlich wegwerfen. Oder kann ich den anlegen? Nee, dann... Das ist ja wie mein... Das Zinn... Komm, der Schläger, der kann eigentlich weg. Ja. Nein. Es sind da noch einfach Schaltkreise drin. Ich habe gehofft auf die Feder. Bitte sei kein Relikt, sondern eine Kiste, bitte. Kiste? Energiestein, nein. Spiel, warum machst du es mir so schwer? Schläger. Natürlich. Ich weiß eine einzige Situation, wo wir den Schläger brauchen und die ist nicht jetzt. Cool, ein Ventil. Das brauchen wir leider auch. Und zwar früher als den Schläger. Okay, wo ist das nächste Relikt oder nächste Kiste? Ich kriege Plätze im Inventar. Warum es liegt da? Keine Ahnung. Ein Schläger, ja cool, brauche ich nicht. Das ist so unnötig, dass wir da gerade suchen. Ich gehe da raus. Fäll ich lieber noch einen Baum. Gehen wir morgen da halt nochmal rein. Ja, dafür können wir jetzt Eisenerz in Auftrag geben. So, dann flitzen wir mal schnell nach Hause. Ich weiß, wir kommen immer nicht über den Bordstein rüber. So, hier. Ist mir eigentlich egal. Wir machen nämlich jetzt das hier. Wo ist es? Carbonstahl bauen. Eisen bauen. Hier, ja.
Okay, wir haben jetzt einige Steinziegel auch. Wir haben sogar 10 zusammen. Na, wir haben 9. So. Dann können wir die ganzen Sachen mal wegpacken. Die Feder haben wir noch nicht. Weil ich das ganze Zeug auch immer so cool finde. Können wir mal da rein tun. Das Sand ist da, das ist da. Ich weiß, dass wir das größtenteils einfach noch nicht haben. Da haben wir Dreck. Und ich weiß, dass die Folge gerade Überlänge kriegt, aber der Tag dauert nicht mehr lang, ich verspreche es euch. Dass ich halt dann schlafen gehen kann, dann mache ich nämlich für heute eine Aufnahme. Stopp. Ich glaube, die haben wir halt auch irgendwo, keine Ahnung. So, auf die Axt umschalten und Baum fällen. Oh cool, wir haben unser Level verbessert. Was könnten wir machen? Ich möchte das fast haben. So, den Baum umhauen. Ich glaube, morgen ist nochmal Angeltag. Ich weiß noch nicht, ob ich da mitmachen werde. Kannst du vielleicht nicht ins Leere schlagen, sondern gegen den Baum. Haben wir hier nicht irgendwo einen größeren Baum rumstehen? So, ja, ich weiß, das ist ein Spiel gegen die Zeit, seine Energie hier zu verbrauchen. Weil ich glaube, um 3 fällt man um. Sammeln wir das ein. Ich freue mich so auf die bessere Axt. Kann ich die fetten Bäume umhauen? Also kann ich wirklich die ganz fetten Bäume umhauen, einfach nur. Steine. Ich möchte jetzt keinen großen Baum anfangen, weil ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Bisschen Holz. Hier werden Steine. Das wäre eine richtige Folge mit Überlänge. Okay, ja, wir haben auch keine Energie mehr. Hier nehmen wir noch die Steine mit, dann haben wir keine Energie mehr. So. Mal nach den Öfen schauen. So, du produzierst jetzt wieder Brause bauen, ja. Auftanken, dass du die ganze Nacht läufst.
Du produzierst weiter Stein, Ziegel. Auftanken. Und du produzierst weiter Kupferbahn. Auftanken. Die Schneidemaschinen sollten laufen. Ah, du machst Holzbretter. Ja, mach weiter damit fertigen. Weiter damit. Und ist fertig. Ich glaube, Hartholz sehen können wir nicht machen. Dann machen wir einfach mal. Mach auch Holzbretter. Du bist eh beschäftigt. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal schlafen an der Stelle. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von My Time at Portia. Bis dahin. Tschüss. Bestätigt.